Guten Morgen und ein ganz herzliches Willkommen heute am 17. Dezember 2020 zu unserem Ermutiger aus der Christuskirche. In einer Woche genau ist es soweit, Heiligabend. Wieder ist ein Jahr vergangen und wieder feiern wir die Geburt von Jesus Christus. Unsere heutigen Texte aus der Herrnhuter Losung fassen die Hoffnung der Weihnachtsbotschaft sehr schön in Worte. Der Losungstext aus dem Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 31, Vers 17, lautet: Es gibt eine Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr. Der Lehrtext steht heute in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Es gibt eine Hoffnung für Sie, für dich und für mich, verkündet uns Gottes Wort heute, es gibt Hoffnung für unsere Zukunft. Ich denke, die meisten von uns haben jetzt erstmal ganz naheliegende Hoffnungen, nämlich, dass diese Pandemie und alles, was so damit zusammenhängt, endlich irgendwann bald vorbei ist. Wir hoffen, dass wir bald wieder uneingeschränkt uns treffen können. Wir hoffen, dass es bald einen Impfstoff gibt. Und wir hoffen auch, dass die Wirtschaft nicht dauerhaft Schaden nimmt. Und wir hoffen, dass unser Wohlstand irgendwie erhalten bleibt. Wir hoffen, dass Angehörige, die erkrankt sind, wieder gesund werden. Und wir hoffen, dass so wenig wie möglich Menschen sterben müssen. Und das ist auch legitim, diese Hoffnung. Auch in den Zeiten, als Jeremia seine Worte der Hoffnung schrieb, da waren die Umstände nicht unbedingt die allerbesten, denn das Volk Israel befand sich damals in der Fremde und in Gefangenschaft. Und Jeremias Worte sollten das Volk Israel ermutigen. Hört zu, Gott hat euch lieb, er hat euch nicht vergessen. Es kommt eine andere Zeit, da werdet ihr wieder nach Hause kommen in euer Land, das ich euch versprochen habe, und ihr werdet wieder dort wohnen. Heute, so eine Woche vor Weihnachten, was ist unsere Hoffnung? Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen dürfen, genau in dieser Zeit jetzt. Aber wir dürfen auch fragen, geht unsere Hoffnung nur bis zum Ende dieser Pandemie? Und was kommt dann? Dürfen wir endlich wieder leben? Oder blicken wir ein Stück weiter hinaus? So, was kommt danach? Der Text aus der Offenbarung hilft uns, ein Stück weiter zu schauen, sogar ein ganz schönes Stück weiter zu schauen. Über unsere täglichen Sorgen, über die Bedrückungen, die zurzeit auch täglich auf uns hereinströmen, oder auch die Ängste. Wir sehen Jesus Christus, den Auferstandenen und den verherrlichten Gottessohn, der uns durch Johannes sagen lässt: Ich bin eure Hoffnung, über den Tod hinaus, über alles Leiden hinaus. Ich bin eure Hoffnung über die Ängste und über die Umstände drüber hinaus, über dieses jetzige Leben hinaus. Und dieser Jesus, dieser auferstandene Jesus sagt uns: Siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Das ist ja auch das, was wir zu Weihnachten feiern. Jesus ist da, Jesus ist in diese Welt gekommen. Der Gottessohn hat sich aufgemacht und er kommt zu uns. Finden Sie es nicht bemerkenswert, dass er steht und anklopft? Also Jesus ist ja nicht so, er reißt ja nicht die Tür auf und brüllt in den Raum: Hey, hallo, jetzt ich bin da, jetzt lasst uns mal richtig Party machen. Oder er macht die Tür auf, schaut rein, guckt sich um und denkt: Ach du gute Güte, schlägt die Tür zu, dreht sich um und geht weg. So ist Jesus nicht. Wir denken das manchmal vielleicht, dass er so ist, aber so ist er nicht. Wir lernen hier was ganz Wichtiges über Gott. Er wartet. Er steht vor der Tür, er klopft an und er wartet darauf, dass wir die Tür auftun. Und dann, wenn wir diese Tür unseres Herzens auftun, sagt Jesus, dann kommt er gern herein und dann essen wir zusammen. Das ist ganz wunderschön in diesem Vers beschrieben, diese Gegenseitigkeit. So, er klopft an, ich öffne die Tür, er kommt und wir haben Gemeinschaft miteinander, er hält das Mahl mit mir und ich mit ihm. Es ist immer wieder diese Gegenseitigkeit, dieses Miteinander teilen, diese Beziehung, die Gott sich wünscht, nach der er sich sehnt und für die er uns Menschen geschaffen hat.
Und wenn hier von gemeinsamen Essen gesprochen wird, dann geht es nicht so um einen Schnellimbiss am Kiosk, also ein Wurst auf ein Brötchen und dann Tschüss. Mit Mahl halten oder gemeinsam essen ist genau das gemeint, was wir ja auch so gerne tun, wenn wir Freunde einladen, hoffentlich bald wieder dürfen. Gut und ausgiebig an einem schön gedeckten Tisch essen und miteinander die Gemeinschaft und das Essen genießen. Jesus sagt an anderer Stelle der Bibel im Johannesevangelium Kapitel 14, was sehr ähnlich ist. Da spricht er vom, er kommt und will Wohnung nehmen, er will wohnen bei uns. Es ging Gott also nie darum, nur mal so vorbeizuhuschen, so am Sonntag oder im Hauskreis, sondern er sehnt sich nach einer beständigen, nach einer täglichen Gemeinschaft mit uns Menschen. Er will wohnen und er will essen mit uns. Vielleicht sagen Sie, na, das ist ja alles schön und gut, aber ich habe Jesus noch nicht klopfen gehört. Wie klopft er denn an? Wie klingt das denn? Ja, wie klopft Jesus bei uns an? Ich glaube, das ist bei jedem Menschen unterschiedlich, auch wenn es sich insgesamt dann doch irgendwie ähnelt. Manche Menschen, die hören oder sie singen ein bestimmtes Lied und sie spüren auf einmal, da ist mehr. Da ist Gott. Und sie entscheiden sich, ich möchte mit diesem Gott leben. Für sie war dieses Lied das Klopfen. Andere Menschen erleben die Zuwendung von freundlichen Mitmenschen, die ihnen in irgendeiner Not geholfen haben. Als sich herausstellt, dass diese freundlichen Helfer an Jesus glauben, öffnen sie sich für ihn. Das Helfen dieser Menschen war also das Klopfen von Jesus an ihrer Tür. Andere erleben eine ganz überraschende Bewahrung, vielleicht bei einem Verkehrsunfall. Und sie fragen sich, ob es da nicht vielleicht doch einen Gott gibt, der auf sie Acht gibt. Auch das kann so ein Klopfen an der Tür sein. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, so unterschiedlich wie wir Menschen sind. Gott hat ja mit jedem seinen persönlichen Weg. Es kann auch sein, dass Sie vielleicht einen Wunsch verspüren zu beten, wenn Sie das schon lange nicht mehr getan haben, aus welchen Gründen auch immer. Doch dann kommt dieser Wunsch, dieser Gedanke, ich könnte mal beten. So habe ich zum Beispiel das Anklopfen von Jesus erlebt. In einer Zeit, in der ich mit dem Christsein gar nicht so viel zu tun haben wollte, da kamen mir manchmal diese Gedanken, bete. Da kam so ein Wunsch, bete. Ich habe dann leider gesagt, puh, ich könnte beten, ja, aber ich weiß nicht, was ich beten soll. Und warum soll ich beten? Und ich habe dann oft gesagt, ich bete nicht. Ich habe das leider mehrere Male so getan und ich durfte trotzdem erfahren, dass Jesus nicht so bald aufgibt mit dem Klopfen. Und dafür bin ich ihm von Herzen dankbar. Seien Sie also ermutigt heute, wenn Sie sein Klopfen an Ihrer Herzenstür hören. Machen Sie ihm auf, warten Sie nicht erst bis Weihnachten, bis Sie vor der Krippe stehen. Aber wenn Sie es dort hören, dann lassen Sie ihn dort ein. Machen Sie es nicht so wie ich, habe Jesus ein paar Jahre vor der Tür stehen lassen. Jesus ist heute unsere Hoffnung. Und über die jetzige Situation und weit darüber hinaus, er ist unsere Hoffnung für die Zukunft. Und er möchte uns seine Gemeinschaft schenken in dieser Zeit, gerade in dieser schwierigen Zeit, durch die wir gehen. Er möchte mit uns für immer leben. Zum Schluss singen wir gemeinsam das Lied »Mein Jesus, mein Retter«. Das ist die Nummer 3 im Liederbuch »Feiert Jesus 2«. Wir preisen dich, du hast
Wir beten noch zusammen. Jesus, du stehst vor unserer Herzenstür, gerade in dieser Zeit, und du klopfst an. Herr, du sehnst dich nach uns. Das ist das, was du mit Weihnachten, mit deiner Geburt ausdrückst. Gott, du sehnst dich nach uns. Du möchtest so gern mit uns zusammen sein. Hilf uns heute, dass wir dein Klopfen hören, und schenk uns durch deinen Heiligen Geist den Mut, dir zu öffnen. Wir danken dir von Herzen für deine Geduld und für deine Liebe, mit der du wartest. Danke, Jesus, dass du uns gern willst und dass du zu uns kommst und dass du gern mit uns wohnen möchtest. Uns und unsere Anliegen für heute legen wir in unser gemeinsames Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen gesegnet in die Rest der Woche gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.